Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir wollten in den Handel gucken, was da geht oder nicht geht, ne? Das machen wir doch mal. Wir haben hier den Händler in Bordeaux und dann haben wir hier noch einen. Und der überträgt den Handelseinfluss vom Rheinland zu wohin? Keine Ahnung. Das müssen wir erstmal gucken, ne? Da ist der Handelswert am Umschlagplatz. Das ist das, was wir übertragen, glaube ich, ne? Hier haben wir nichts, ne, in Bordeaux. Da sind wir auch gar nicht mehr, deswegen. Vielleicht sollten wir mal die Handelskarte auch dazu einschlagen. Komm mal reinzoomen, dann wird das aber auch nicht besser hier, ne? Wir haben 43,3 Punkte. Handelseinfluss 21 gemacht in diesem Umschlagplatz. Was ist das? Händler sind das weiter in die Champagner und da, ja. Genua ist da unten. Ja, ist schwierig, ne, dass wir da, ja, diese Nation, das, ja, es ist ja schon fast das Beste, was wir da rausholen können in dem Sinne, oder? Ja, ist fast keine Einkünfte, ne? Ich glaube, wir ändern das, oder? Zurückrufen. Lass mal laufen. Ja, Österreich hat die Rechte aufgekündigt, auch schön, ne? Und jetzt müssen wir hier mal was ändern. Rheinland. Bordeaux. Nach Wert sortieren. Ne, Wert wollen wir gar nicht sortieren. Handelseinfluss Rheinland, Bordeaux. Eingehender Handelswert. Ja, Einkommen sortieren. Rheinland. Haben wir jemanden? Champagner. Senden wir den dahin, oder? Weiß aber nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aha, auch alles schön. Ja. Champagner. Ach nee, die Engländer kommen schon wieder. Ja. Ja, da können wir auch nichts machen jetzt dran. Wir müssen jetzt gucken, dass wir gerade mal eine Pause machen. Häfen werden blockiert, auch schön. Die Handelskarte machen wir aus, politische Karte an. Okay. Toulouse. Hier oben sind sie, alles klar. Und wir müssen gucken. Provinzverbesserung will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Ich würde eigentlich jetzt gerne zusehen, dass wir unsere Kredite abarbeiten. Allerdings müssen wir die Kreditkarte wahrscheinlich, ne, sein lassen. Einfach aus dem Grunde, weil wir gerade nicht die Möglichkeit haben, was abzubezahlen, sondern eher gucken, dass wir hier vorankommen. Ja, ich hätte jetzt bald gesagt, lass uns mal so viel wie möglich machen. Und Fußsoldaten erstmal. Jetzt haben wir noch 24 über. Ja, lassen wir mal laufen dann wieder. Gucken, wie weit wir damit kommen, ne? Die sind schon mit 14 Einheiten hier, die Engländer. Super, ha? Und wer ist das? Orléans.
Ja, wir können die aber nicht unterstützen. Würde ich gerne tun, funktioniert aber nicht. Wir müssen leider zurück. Ja. Hier sieht man, dass die bald fertig sind, aber was ist da? Das nicht geklappt oder vertue ich mich da jetzt? Da war wahrscheinlich eine Einheit jetzt, ne? Ha? Kann mir das einer erklären? Ja, toll. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das klappt nicht, ne? Schön, oder? Die rennen jetzt hier durch und wir haben ein Problem. Ja, alles kaputt. Und Bernie hat uns auch den Krieg erklärt. Schön. Dann komme ich noch nicht mal mit meinen Truppen hin, oder? Doch, geht über England. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, wenn ich wüsste, ob da jetzt noch eine Armee kommt oder nicht, ne? Da weiß ich nicht, ne? Wahrscheinlich kommen noch keine mehr. Militär. Gut. Die nächsten. Die da haben uns auch den Krieg erklärt. Was soll's, ne? Kann man schon mal machen, ne? Die kommen jetzt auch hier rein. Genau. Wir uns keine Gedanken machen. Na, schade, zu spät, ne? Jetzt bräuchte ich das hier nicht. Ja, toll. Nochmal da rein. Legen wir gleich nochmal zwei nach. Ne, mit Geld unterstützen. Drei Inflation ist jetzt auch egal. Okay. Ach, Toulouse hat uns auch den Krieg erklärt. Na, da machen wir uns keine Sorgen mehr, ne? Und da kommen jetzt die Engländer, dann ist auch das Geschichte. Okay, wir werden das dann definitiv jetzt verlieren. Wenn die Engländer jetzt nicht gewesen wären, wäre alles gut gewesen, ne? Aber leider haben wir da keine Chance. Tja, das war's dann auch gleich wieder. Ja, da kommen wir dann nicht mehr raus aus der Nummer. Aber wir können dann auch ein bisschen schneller laufen lassen, bringt ja sowieso nichts mehr. Darlehen wird bald fällig. Ja. Stabilität haben wir. 3. Gut, dann. Geld können wir uns nicht leisten. Dann machen wir die Stabilität runter. Ja, wird von England besetzt. Ja, das brauchen wir uns auch annehmen, wir angucken. Ja. Jetzt haben wir kein Land mehr. Jetzt kommt auch kein Einkunftsblock mehr. Das war's dann. 25 doch noch.
Dann machen wir mal Pause. Ja, ich glaube, das können wir schon mal akzeptieren, ne? Das war jetzt Kriegsreparation, aber was willst du machen? Also mal weiterlaufen. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich hier von den Engländern noch angepackt wieder. Aber wir haben kein Geld, deswegen können wir auch nichts machen. Müssen wieder neue Schulden machen. Und da sind die nächsten, die sich jetzt uns dann... Ja, Limousin wird jetzt besetzt. Mal gucken, die Engländer sind auch noch gekommen. Warum wir uns auch keine Gedanken drum machen. Das ist auch weg. Und dann noch das letzte hier. Wird dann auch bestimmt von der Auvergne gleich besetzt. $48. Warte mal, da müssten wir ja... Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ach, sie sind schon drauf. Zurückzahlen. 50 brauchen wir da, okay. Reicht noch nicht ganz. Wir können gleich in eine Technologie noch investieren. So, erstmal hier zurückzahlen. In der Hoffnung, dass es noch klappt. Da geht's. Kann ich denn das auch mal bezahlen? So. Gut. Sind die Engländer gleich hier wieder durch? Die Auvergne ist jetzt komischerweise auch nicht mehr da, sondern Dauphin ist das jetzt geworden. Versteht auch keiner jetzt. Toulouse ist hier unten noch, die sich da ausbreiten wollen. Mal schauen, wann da die Friedensangebote kommen. Ja, die Engländer holen sich jetzt den Rest. Fünfzehn Truppen noch. Achso, wir können ja noch in eine Technologie investieren, ne? Und da auch gleich. Militärgeschichte. Na komm. Bedeutender Mann ist gestorben. England besetzt das. Okay. Da kommen Friedensangebote, glaube ich, rein. Lass mal Pause machen. Wir sollen so viele schicke Sachen machen, ne? Poitou und Picardy wollen sie haben, die Engländer. Das heißt, wir hätten keinen Meerzugang mehr in dem Sinne da oben. Nervös in die Unabhängigkeit, wo ist das? Da.
Okay. Ist das das Angebot? Was wollen wir machen? Können wir sowieso nichts machen. Ich nehme das Angebot an, damit ich erst wieder Ruhe habe. Und, ja, schade, ne? Wir sind jetzt nur noch gegen Toulouse gestellt. Die sind hier unten. Können wir zurzeit nichts gegen tun. Wir haben da noch Ile-de-France und hier und da. Und weiterlaufen lassen müssen wir. Bedeutender Mann. Britannien ist es. Großbritannien ist es jetzt. Es ist nicht mehr England. Das heißt, da oben, na doch, Schottland gibt es noch. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, Schottland ist dann weg. Na super. Die Österreicher tun uns jetzt auch noch drohen. Ja. Schwarzen Reiter haben wir und das heißt, wir werden da die nehmen und da schwarze Reiter nehmen. Okay. So und dann müssen wir warten, bis Geld da ist. Hier können wir eine neue Idee entwickeln. Na super. Ja, da können wir auch noch nationale Unruhen machen. Was wollen wir mehr, ne? Ist ja sowieso alles schon verloren. Wenn wir einen weiteren Kolonisten bekommen, bringen wir uns aber auch nicht mehr viel. Ja. Müssen wir gucken, was wir machen. Jetzt mit den Schulden aus. Ein Ruf zu den Waffen. Mhm. Müssen wir leider ablehnen. Da ist schon wieder einer gestorben in unseren Diensten. So. 45 ist das dann. Taler. Da unten sind wir aber auch noch nicht durch, ne? Mit denen. Kommen da aber irgendwie nicht hin, ne? Hm. Ja, da sind wir falsch. Hier wären wir richtig. Die können wir bauen. Thüringen wurde der Krieg erklärt, okay. Ja. Rivalen. Tja. Oh, was jetzt passiert? Jetzt haben wir schon wieder was dazugekriegt, oder was? Okay, gehörte das nicht erst Österreich? Ich glaube, das gehörte Österreich. Die haben wohl dann Pech gehabt, oder was? Irgendwie lebt Frankreich immer noch weiter. Gut.
27 Taler haben wir. Schwarze Ritter können wir auch bauen. Dann müssen wir das mal tun, ne? Ja gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.